back from the dead. Donnerstag, der 30. Mai 2019. Willkommen zur neuen Episode des Rocket League eSport Shops. Und heute hat sich der gesamte Shop aktualisiert. Also würde ich sagen, schauen wir auch mal direkt rein, was es alles so Neues gibt. Also, wir haben mal wieder einen Bannertag. Das heißt, Mouseboards ist am Start mit einem Banner. 100 Tokens kosten die Banner durchweg, bisher zumindest. 100 Tokens für Mouseboards. Dann haben wir einmal 100 Tokens für das Vitality Banner. Für alle, die darauf gewartet haben. Dann haben wir von Dignitas das Banner drinne. Für 100 Tokens und wir haben von Energy das Banner drin, ebenfalls für 100 Tokens. Also auf jeden Fall eine gute Auswahl für alle, die nochmal Banner suchen. Dann haben wir für 300 Tokens von G2 das Decal drin für den Dominus und das sieht schon sexy aus, muss ich sagen. Also wer ein Dominus fährt, die Farbgestaltung, dieses Schwarz-Weiß-Rot, ist schon sexy, sieht geil aus, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man einen fährt. 300 Tokens ist jetzt auch nicht die Welt, muss ich sagen. Und ein Dominus sieht eigentlich immer gut aus mit einem passenden, coolen Decal dabei. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch zum Highlight von heute. Und zwar ist Cloud9 drin. Und zwar 500 Tokens mit den ARMR-Reifen. Und das in der Standardvariante. Das heißt also, Teamfarbe blau ist klar mit dem Logo dran. Und ansonsten aber Standard. Normalerweise kann man die auch bekommen, beispielsweise in Titanium White oder so. Ich weiß nicht, wie ihr Psyonix das handhabt, ob wir demnächst auch mal Reifen sehen. Nicht nur in Titanium White oder in Black, sondern auch mal in anderen Farben. Denn mir fehlt so ein bisschen, ich sag mal, die Abwechslung im Shop. Ich würde sagen, so verschiedenste Farben reinzubringen für die Reifen beispielsweise wäre schon mal ein guter Anfang. Und dann vielleicht im Nachhinein nochmal vielleicht ein paar Topper, ein paar Antennen oder vielleicht auch ein paar Spuren, also Trails oder halt auch Boosts reinzubringen. Auch das in verschiedenen Farben wäre, glaube ich, mal angemessen so nach und nach. Aber ich hoffe, da arbeitet man auf jeden Fall dran, dass man da neue Designs reinkriegt. Vielleicht mit dem nächsten Update, was wir sehen werden. Auf jeden Fall sind die mein Highlight heute von Cloud9. Ob ich mir die jetzt holen würde, bin ich mir nicht so sicher. Ich habe ja den als blauen Wagen aktuell. Das ist ja der Ghost-Wagen, den ich aktuell fahre. Den mit weißen Sombers, da passen die nicht wirklich rein. Wer aber einen blauen Wagen hat und beispielsweise ja jetzt nicht irgendwie so das große Repertoire an blauen Reifen hat, dem würde ich die eventuell schon empfehlen. Oder vielleicht auch das Cloud9 Decal nutzt und einfach die passenden Reifen gesucht hat. Der ist hier genau richtig. Also mein Highlight heute geht auf jeden Fall an Cloud9 und die Reifen. Der Shop bekommt von mir heute leider aber nur eine 2 von 10, denn ich feiere nur die Cloud9-Reifen. Alles andere ist wirklich nicht so toll. G2 geht, aber ich feiere den Dominus persönlich nicht. Deswegen nur eine 2 von 10 von mir. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst doch gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und dann hören wir uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.